Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Silent Hill 2, das Remake. Wir sollen als nächstes zum Groove Music gehen. Ja, da hinten ist das Monster. Ah! Tatsächlich, ich denke gerade daran, dass ich ein bisschen die Musik leiser stellen muss. Warte, Audio. Nachtmodus verringert die Lautstärke. Achso. Das ist ganz cool. Nur benutze ich halt Kopfhörer. So. Haben wir hier doch endlich mal Ruhe. Oh Gott, was? Das Ding macht einem Schaden. Ach du Scheiße. Okay, wie kommen wir da rein? Ist es der Groove Music Laden? Nee, Grand Market. Okay, dann hat man aber eigentlich echt viele Orte, wo man rein kann. Im Gegensatz zum originalen Spiel. Das gefällt mir auf jeden Fall. Wir müssen weiter nach oben. Ich kann Fenster einschlagen. Warte mal, wo wurde mir das jetzt angezeigt? Toluca Lake. Ah ja. Das ist interessant, weil guck mal, das Lakeside Amusement Park, das ist ein Ort aus dem dritten Teil. Und der Lighthouse, soweit ich weiß, aus dem ersten Teil. Weil die spielen ja immer in der gleichen Stadt, aber du bist halt immer an unterschiedlichen Orten. Ach, hier wahrscheinlich rein, ne? Oder? Kann ich hier reinjumpen? Nee, auch nicht. Alter, was ist denn hier? Das ist so laut. Jetzt bin ich hier wie so ein Irrer und schlag jedes Fenster ein. Läuft's, ja. Wo ist denn mein Laden? Na, der ist direkt da. Oh, hi. Na, du siehst mich nicht. Was? Oh. Oh. Ja, sorry Leute, ich bin im falschen Laden. Ah, du Ficker. Oh fuck. Da. Dummes Stück Scheiße. Ja, was willst du? Auch eine aufs Maul, wa? Aua. Scheiße! Junge!
Die Frage ist, wo sehe ich mein. Ja, okay. Also mein Controllerlicht ist halt gelb. Und gelb ist für mich nur Warnung. Also wenn ich nach Resident Evil gehe. Was haben wir hier? Neulich kam der Hausmeister an, sturzbesoffen und verheult, hatte eine halbe Schallplatte dabei und schrie uns an, dass wir sie unbedingt reparieren müssen. Ich war drauf und dran, ihm den Gefallen zu tun, alleine schon, damit er die Klappe hält. Aber als ich den Kleber aus dem Schrank geholt habe, ist ihm plötzlich aufgefallen, dass er nur die halbe Platte dabei hat. Dann ist er wortlos weggerannt und hat sie hier gelassen. Mit der halben Schallplatte kann ich nicht viel anfangen. Frag doch mal bei Nellys nach, wenn du das nächste Mal da bist. Vielleicht gehört sie ja ihnen. Aber hier sind wir noch nicht fertig, ne? Nee. Wir müssen in die Bar Nellys. Und was ist da? Café Texas? Was ist denn da markiert? Ja, wo ist die halbe Schallplatte, die hier liegen gelassen wurde? Ach, warte, hier kann man da auch noch rein. Oder? Nee. Was? Was? Excuse me? Was ist das? Ach so, ich muss das Fenster einschalten. Was? Die kommen wieder zum Leben? Das ist unfair. Das ist einfach nur unfair. Aber das kann hier nicht rein, oder? Ah! Natürlich kann es hier rein, was denn auch sonst. Und hier ist der Kleber, den möchte ich auch anhaben. Aber das Ganze mit der Schallplatte ist auch komplett neu. Ich finde das richtig faszinierend. Aber ich bekomme halt auch echt kaum Heil-Items, ne? Das ist krank. Also hier liegt ja kaum ein Item rum. Also wenn ich suche einfach noch nicht richtig, aber ich meine, hier wird ja auch nicht mal irgendwas markiert, was mit dem man interagieren kann. Ich meine, ich habe bisher zwei Heil-Items. Chillt mal ein bisschen, Leute. So, und jetzt haben wir die Bar Nellys. Ja, das Tastenfeld haben wir dann noch. Wir haben das Café Texas und die Nellys Bar. Die Frage ist, was ist beim Kaffee? Also beim Kaffee. Nicht beim Kaffee. Na, nee, sorry Leute, aber euch. Na! Euch ignoriere ich. Ist halt mir dann echt doch zu anstrengend. Wo bin ich denn jetzt? Ey, es ist so laut, bitte hört auf. Es ist so laut, bitte hört auf. Was ist das hier? Ist hier irgendwas? Alter! Ja, ach. Ich habe auch echt kein Glück hier. Darf ich die Notiz lesen oder fixst du mich gleich? Der Mann war wieder hier. Ich habe ihn gewarnt, nicht mehr herzukommen. Er hat so getan, als wüsste er nicht, wovon ich rede. Dann ist er aufgestanden und gegangen. Er hat mir keine Probleme gemacht, aber irgendwie fand ich ihn trotzdem. Sorry, ich muss mich kurz um den kümmern. Der stört. Aber am besten, wenn er sich umdreht. Na komm. Hallo? Ach komm, fick dich. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, in dem Fall. Oder warte mal, ist es hier? Das war das hier, ne? Dann ist er aufgestanden und gegangen, hat mir keine Probleme gemacht, aber irgendwie fand ich ihn trotzdem gruselig. Immer wenn ich ihn ansehe, habe ich das Gefühl, eine Maske anzuschauen. Und was auch immer darunter ist, warte nur darauf, herauszukommen. Ich will nicht dabei sein, wenn das passiert.
Ja, ich meine, wir sind fast beim Kaffee angekommen, ne? Haben wir so einen kleinen Shortcut gemacht. Und haben dazu sogar noch einen Heiltrink gefunden, was echt selten ist. Nein, der kommt vom Auto heraus, ne? Ich wusste es. Ich kenne dieses Spiel zu gut. Also Silent Hill 2 in general. Was? Ich sehe nichts. Hallo? Ey. Ah! Na, ich raub die einfach aus. Was? Hab ich noch. Alter! Wir haben noch nicht geöffnet. Raus mit euch. Okay, dann brauche ich diese Münze wahrscheinlich. Für die Barnellis. Und ich denke immer, da ist ein Item. Alter! Ich schau in die Leere. Da ist eine Tür? Ich hab das nicht gesehen. Ich sehe hier einfach nur Pitch Black. Ist hier alles. Und das ist die von vornherein eingestellte Helligkeitseinstellung. Es ist einfach viel zu dunkel, dieses Spiel. Das wird lustig, wenn wir in Gebäuden irgendwann sind. Das sage ich euch. Da sehen wir nämlich dann gar nichts mehr. Aber da bekommen wir noch eigentlich eine Taschenlampe irgendwann. Also im allerersten Gebäude. Ein Geräusch. Wer ist hier? Ja, Gegnergeräusche, das ist mir klar, aber... Oh, das ist wieder so ein Käfer. Wo steckst du? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Käfer? Oh, da ist er. Hier war jetzt auch nichts drin, wa? Super stark, super rein. Lass Schmutz von gestern vergessen sein. Na gut, dann gehen wir zur Nellys Bar wieder. Wir haben ja sonst keinen anderen Weg. Das Tastenfeld haben wir immer noch keinen Code, ne? Müssen wir uns auch Ausschau halten, wenn wir irgendwann in einem Zettel einen Code finden, dann können wir diesen ja eingeben. Das ist nicht die Bar. Was sind wir denn? Doch, das ist die Bar, oder? Ja, doch, ist es. Aber wie bekommen wir denn diesen Schlüssel? Oder warte mal, haben wir das Kaffee überhaupt schon fertig? Ich hab das gerade nicht nachgeguckt, ne? Ja, aber haben wir. Das heißt, wir müssen ja hier hin. Es ist ja sonst nichts anderes markiert. Außerhalb des Tastenfeld, aber damit wird es ja nichts zu tun haben. Bier. Ja, was kann ich euch heute anbieten? Und dann muss ich das hier einfach weg. Ah, okay. Jetzt tun wir. Kann ich jetzt hier Items kombinieren? Ah ja. Kombinieren. Jetzt haben wir eine Schallplatte.
die wir hier einsetzen. Achso, nein, warte mal. Stopp, stopp, stopp. Ja, wie benutze ich die denn? Bin jetzt gerade doof. Jetzt. Na, da ist der Knopf. Und dann hier die Münze. Nein, stopp. Ich verstehe gerade das Rätsel hier nicht. Achso, ich muss wahrscheinlich die Schaltplatte erwischen, oder? Nee. Nee, die Schaltplatte war doch unten, nicht Idiot. Dann. Naja, gut, warte. C. Und dann 2. Doch, ich muss die Schaltplatte erwischen. Ja, okay. Dann habe ich es jetzt verstanden. Spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. Das ist der Schlüssel für die Tür, ne? Ja, Spiel, ich weiß, wie ich da weiß, danke. Wollte aber nur gucken, ob es vielleicht noch was anderes gibt. Oh, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Jawohl. Er ist zurückgekommen, nachdem du weg warst. Keine Sorge, er hat nichts versucht. Er sah einfach nur traurig aus. Er hat irgendwas davon gemurmelt, dass er mit jemandem die Stadt verlassen will. In seinem Zustand wollte ich ihn nicht fahren lassen, also habe ich ihn aus seinem Auto ausgesperrt. Sein Wagen sollte hinten stehen. Schau morgen früh mal nach, ob er noch da ist. Ich glaube,
Es ist der türkisgrüne mit dem Kennzeichen, das auf 06 endet. So, die Tür sind wir jetzt gekommen. Doch, die. Wo? Wo ist es denn? Das doch. Was? Ach du Scheiße. Hab ich mich erschrocken. Stirb! Boah, okay, ich würde sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Silent Hill 2. Bis dann und ciao!